Hallihallo, herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Heute mit einem weiteren Teil unseres Halloween-Specials. Wir haben ja im Forum gefragt, was eure liebsten Halloween-Gruselgerichte, Drinks, Rezepte sind. Und wir haben da einiges auch rausgefunden. Und das, was ich euch heute hier aus dem Wunderkessel zaubern werde, ist mit Abstand das, was für mich am gruseligsten klang. Ich kann mir überhaupt nichts vorstellen darunter. Ich sag nur Buttermilch, Waldmeistersirup und Rum. Ich mach den Selbsttest. Wir schauen mal, wie es schmeckt. Phosphorlikör heißt das, was ich hier jetzt gleich zusammenmische. Von unserem Forummitglied Hasi und ich bin echt gespannt. Was ihr braucht, sind 250 Milliliter Waldmeistersirup. Das kenne ich wirklich noch aus meiner Kindheit. Hab da eigentlich eher die Vorliebe gehabt, das als Wackelpudding zu essen. Ja, Waldmeister. Ja, aber die Farbe ist schon gewöhnungsbedürftig. Dann brauchen wir 200 Milliliter Sahne. Ihr seht schon, das ist etwas ungewöhnlicher, denn es kommen auch 300 Milliliter Buttermilch dazu. Ein Päckchen Vanillezucker und natürlich weißer Rum. Jetzt aufpassen, dass man hier nichts verkleckert von dem guten Rum. Das sind 100 Milliliter, die kommen ebenfalls hier in den Kessel hinein. Und das Ganze wird gemischt auf Stufe 4. Gehen wir davon aus, dass das nicht so lange braucht, bis das ordentlich durchgemischt ist. 5 bis 6 Sekunden. Ich bin gespannt. Wie es aussieht, kann ich mir denken, aber wie es schmeckt, ist die entscheidende Frage. Ja, die Farbe war zu vermuten. Ich hole mir jetzt mal noch ein angemessenes Gefäß, wo wir das reinfüllen und dann probiere ich mal. So, die Farbe ist ja schon mal wie vermutet. Es riecht nach Waldmeister. Rum schmecke ich bestimmt raus. Ich hoffe es zumindest. Ich bin echt gespannt. Also, auf euch. Ja, kann man machen. Nein, ich finde es gar nicht so schlecht. Also, wenn man Buttermilch mag und Waldmeister, ist das mit Abstand der beste Buttermilch, Waldmeister, Rum Mix, den ich in meinem Leben getrunken habe. Nein, Spaß beiseite, schmeckt echt nicht schlecht. Also kann man auf jeden Fall mal auf eine Party mitbringen. Wenn ihr dann noch das in so eine Flasche einfüllt, dann sieht das auch noch ganz lustig aus. Mir ist auch gerade die Idee noch gekommen, man könnte das ja auch vielleicht variieren, noch mit einem anderen Sirup dazu, so Himbeersirup. Dann hast du zwei verschiedene Varianten, rot und grün. Ich weiß nicht, ob es gelb auch noch gibt, aber ich glaube, das sieht dann nicht so appetitlich aus. Wobei das grün, naja, Phosphorlikör, großartige Geschichte. Also ich zwitscher jetzt einen, stoße euch zu und wünsche euch ein schauriges Halloween. Ciao, ciao.